Wiesecke von Invicta.de. Hallo, ich bin in München auf den HTML5 und JavaScript Days und bei mir ist Patrick Lauke. Patrick, hallo. Hallo. Patrick, dein Thema Touch. Ja. Da haben wir uns das letzte Mal, glaube ich, schon drüber unterhalten oder das vorletzte Mal. Wichtig ist, seitdem hat sich einiges getan. Nämlich Apple, die uns allen irgendwie Touch näher gebracht haben, haben sich überlegt, hey, wir könnten mit Force Touch auf dem Laptop und mit 3D-Touch auf dem Smartphone was komplett Neues einführen. Man mag jetzt dazu stehen, wie man möchte. Was bedeutet das für deine Touch-Events? Jo, gute Frage. Das war ein Teil von meiner 8-stündigen oder was Präsentation / Workshop, den ich heute hier gemacht habe auf den HTML5 JavaScript Days. Hatte ich kurz erwähnt, ist aber doch recht interessant. Was wir haben, wie du schon erwähnt hast, auf den MacBooks, auf den neueren, mit dem Trackpad, hat es Force Touch, was vom technischen her neue Events dir gibt, vom JavaScript her. Frag mich jetzt was anderes, aber ich glaube, die heißen Force Touch Will Start, irgend sowas. Auf die Art müsste ich mal nachgucken. Mhm. Ist mir persönlich auch nicht so sehr interessant, weil mein Thema ist ja wirklich reine Touch-Events. Aber ich habe mich da mal mit auseinandergesetzt. Man kann also in Laiensprache feststellen, wie stark der User jetzt auf seinen Trackpad gedrückt hat. Ob das jetzt nur eine leichte Berührung war oder ob das halt sehr pressed auf dem Trackpad an sich. Und man kann dann auf OS X in Safari, ich weiß jetzt nicht, wie es auf anderen Browsern aussieht, ich nehme mal an, es wird auch exposed, kann man feststellen, wie stark der User jetzt gedrückt hat. Und je nachdem, wie mein Code jetzt ist, könnte mein Code intelligente oder interessante Sachen machen, ob das jetzt nur eine leichte Berührung war oder ob das halt wirklich ein starker Drücker war. Und ich kann dann über diese Custom Events, die sich Apple irgendwo erfunden hat und die diese riesenlangen Namen haben, kann ich dann, wenn ich will, sehr akkurat sehen, wenn diese Geste, dieses Drücken anfängt, wann sie das Maximum erreicht hat und wenn dann der Druck wieder nachlässt. Und es gibt dann auch Variablen, wo ich dann sagen kann, okay, ab diesem Punkt, ab diesem dieser Pressure, können wir das als einen Force Touch interpretieren in unserem JavaScript. Kann interessant sein, Anwendungsfälle direkt fallen mir so nicht ein, aber man kann natürlich interessante Sachen machen, wie zum Beispiel ein Kontextmenü nur dann anzeigen, wenn der User wirklich sehr stark auf irgendein Element drückt, zum Beispiel. Ja, aber das widerspricht doch dem, was wir jetzt all die Jahre über gelernt haben. Also ich weiß, dass bisher war es halt eben so, ich habe durch Wischen bestimmte, also durch bestimmte Gesten, konnte ich bestimmte Aktionen hervorrufen. Das ist ja jetzt so ein bisschen verwässert dadurch. Und aktuell bin ich ja nur auf Apple-Devices damit gesegnet. Genau. Wie hoch ist der Need, damit zu experimentieren oder das auch zu nutzen für seine Sachen? Oder ist es einfach nur Spielerei? Naja, ich habe ja erstmal nur noch Force Touch erwähnt. Die andere Seite ist ja 3D-Touch. Viele denken vielleicht naiverweise, wenn Apple das schon für die Trackpads auf OS X gemacht hat, auf den MacBooks, ist es natürlich das Gleiche. Ist es leider nicht. Wenn wir also jetzt ein iPhone 6S oder was auch die neuen Modelle jetzt sind, habe gar nicht nachgeguckt mit dem Apple Love Fest gestern, was da noch für neue Devices angekündigt wurden, die auch jetzt Pressure auf dem Touchscreen verstehen, die schicken dann nicht diese Force Touch Events. Also Force Touch ist wirklich nur explizit für OS X auf den neuen MacBooks. Auf der iOS-Seite haben wir halt, was die 3D-Touch nennen. Und im Endeffekt, wie das aussieht, ist, wenn wir uns mit Pointer-Events befassen, haben wir jetzt ein Force-Attribut, das wir noch mit jedem Event kriegen. Also wir kriegen nicht nur die X- und Y-Koordinaten, wo jetzt der User gerade am Screen rumtoucht, sondern auch wie stark, wenn das Device das unterstützt, wie stark dieser Druck ist. Und auf iOS haben wir gesehen, mit 3D-Touch, hat es schon einigermaßen interessantere Anwendungen als jetzt Force Touch auf dem Laptop. Man kann also auf iOS, auf einem Supported Device, drücken und normal halt Sachen aktivieren. Wenn ich aber fester drücke, kommt je nach Applikation, die Applikationen müssen halt dafür ausgesetzt sein,
wenn ich auf das Icon von der Applikation festdrücke mit einem 3D-Touch, was ein sehr blöder Name ist, muss man mal so gesagt haben, dass dann so ein Kontextmenü kommt. Oder diese Idee, dass ich zum Beispiel auf eine E-Mail kurz drücken kann, Peak, und ich sehe eine Vorschau sozusagen von der E-Mail. Und nur wenn ich mich wirklich dann mit der E-Mail befassen will, drücke ich nochmal fester und dann öffnet es die E-Mail. An sich muss ich ehrlich sagen, ich als End-User, jetzt nicht mal als Developer, als End-User, finde ich das meiste momentan noch sehr Spielerei. Und vor allem jetzt auf dem iPhone finde ich das ist so ein bisschen Mystery Meat Navigation. Ich weiß nicht, es sei denn, ich drücke jetzt fest überall irgendwo hin, da könnte ja mal noch eine extra Funktion sein. In vielen Fällen kriege ich dann nur eine Vibration und das heißt dann, ja, da ist nichts. Also es fühlt sich bei mir meistens so an wie, wenn du dich erinnerst, alte Adventure-Games, Point-and-Click-Games. Du klickst überall rum und die Hälfte der Zeit sagt dir das Spiel, das kann ich nicht machen oder das geht nicht. Und das ist so das Äquivalent von, ich drücke jetzt überall fest drauf, meistens kriege ich nur so eine Vibration. Aber wenn die App da drauf ausgesetzt wurde, kriege ich vielleicht sogar noch ein Kontextmenü mit mehr interessanten Sachen, die ich machen kann. Aber ja, Endeffekt, es ist, beide Technologien sind sehr Apple-spezifisch und es ist auch kein Drang oder Gedanke bei anderen Browsern vor allem oder bei anderen Manufacturern, sagen wir mal für Android zum Beispiel, soweit ich weiß, diese Art von Interaktion irgendwie nachzuahmen. Also wenn du dich als Developer damit beschäftigen willst, wenn du Zeit hast, das zu machen, musst du wissen, du wärst momentan wirklich nur in einem OS X und iOS auf 3D-Touch-enabled Devices dich basieren müssen. Es gibt wahrscheinlich immer noch genug Developer, die denken, ja, iPhone ist das Nonplusultra und ich konzentriere mich nur auf iPhone, weil alle meine Nutzer haben ja natürlich iPhone und sind halt auch auf 4G-Networks und alles ist ja toll. Aber wenn du mehr so in Sachen Open Web arbeiten willst oder halt Cross-Device, dann muss man sich natürlich damit zurechtsehen, dass du arbeitest wirklich auf einer proprietären Basis hier mit 3D-Touch und mit Force-Touch. Ob du da Zeit dran investieren willst, musst du dann selbst wissen. Okay. Ja. Du hast den Apple Love Event gestern schon kurz angesprochen. An dieser Stelle sei etwas in den Raum geworfen, was jeden Webentwickler, der irgendwas auf Mobile machen möchte, schon, glaube ich, zur Verzweiflung gebracht hat, nämlich 300. Und zwar ja, 300 Millisekunden oder 350. Oder 350, je nachdem. Genau. Was hat es damit auf sich und was tut sich da gerade? Jo, das ist so, wenn du dir meine Slides anguckst, ich glaube, gut 20% meiner Slides befassten sich mit diesem Thema. Das ist also ein Thema, das als JavaScript- oder Webentwickler man sich sehr mit rumkrampfen musste. Ganz kurz erwähnt, was die Problematik ist. Auf Touch-Devices, wenn ich auf meine Event-Listener wirklich nur auf, sagen wir mal, Klick hören will. Ich habe einen Button, ich höre nur auf Klick und aktiviere dann irgendwas. Werde ich merken, dass, wenn ich ohne extra Arbeit, wenn ich auf diesen Button als User klicke, dauert es so um die 300, 350, 400 Millisekunden, je nachdem, wie die Phase des Mondes oder was weiß ich was ist, bis dieser Click-Event an sich abgefeuert wird und bis, was auch immer die Funktionalität ist, dann aktiviert wird. Es ist kein großes Problem, also es ist eine Drittelsekunde, macht aber vor allem, wenn man Web-Applikationen macht, die sehr native-ähnlich funktionieren oder aussehen sollen, oder halt Sachen wie zum Beispiel, ich sag mal, PhoneGap oder so, diese Art von Applikationen, die an sich eine Webview sind, aber halt als native gepackaged sind, da kommt es schon vor, dass die Applikation sich irgendwie träge anfühlt, als ob zu viel Processing im Hintergrund passiert und reagiert halt nicht sofort auf deine Touches, was dann nicht an deiner Applikation und an deinem JavaScript selbst liegt, sondern nur an diesem forcierten 300, 350 Millisekunden, wo der Browser wartet. Und was hat sich da jetzt gestern getan? Der Grund, warum dieser Delay normalerweise vorhanden ist, in Browsern vor allem, ist Double Tap, to zoom. Wenn ich zweimal, das ist eine Standardgeste praktisch, wenn ich zweimal tappe,
In den meisten mobilen Webbrowsern, Browsern auf Tablets und Phones, zoomt der Browser rein. Und der Grund, warum diese 300, 350 Millisekunden vorhanden sind, ist, dass der Browser verhindern will, aus Versehen beim ersten Tab von einem Double Tap to Zoom schon Code zu exekuten. Ich will zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe einen Button, ich will eigentlich nur reinzoomen, um ein bisschen näher an diesen Button ranzukommen. Aber wenn dieser Delay nicht da wäre, wäre sofort nach dem ersten Moment, wo ich den Finger hochgehoben habe, bevor ich jetzt den zweiten, würde er schon einen Klick abschicken und, was weiß ich, meine Funktionalität verändert dem die Seite und alles Mögliche. Deswegen warten Browser 300, 350 Millisekunden, um zu sehen, kommt da noch was? Kommt da noch ein zweiter Tab? Wenn ja, dann war das kein Aktivierungstab, sondern ich interpretiere das als, der User will reinzoomen. Es gibt natürlich Szenarien, zum Beispiel, wenn die Webseite vom Developer an sich so ausgelegt wurde, dass ich sage mit dem Meta-Viewport, die Seite ist nicht scalable, user scalable, no. Da macht es natürlich keinen Sinn, dass der Browser auf den zweiten Tab wartet, weil es gibt kein Double Tap to Zoom. Und verschiedene andere Browser, Chrome war der erste mit Chrome, ich glaube, 32, aber die meisten anderen Browser sind jetzt auch nachgezogen. Wenn meine Seite angibt, ich habe Width equals Device Width, was meistens ein gutes Zeichen dafür ist, dass meine Seite mobile optimized ist. In diesen Fällen hatte Chrome angefangen zu sagen, okay, als Heuristic, in solchen Fällen unterdrücken wir auch Double Tap to Zoom. Das also in den meisten Fällen, wenn der Developer schon gesagt hat, ich baue meine Seite so auf, lase so out, dass Width equals Device Width funktioniert, dann nehmen wir mal an, der User will nicht unbedingt zoomen. User kann immer noch mit Pinch to Zoom die Seite größer oder kleiner machen, also nicht so brutal wie zu sagen, User scalable no. Aber in den meisten Fällen ist es halt so, ich muss nicht unbedingt warten, dass dann ein zweiter Tab kommt. Und viele Browser, Chrome, Firefox, jetzt auch Edge auf Windows 10 Mobile und AI 11 auf Windows Phone 8.1, sehr spezifisch, haben das Intus, dass sie jetzt, wenn die Seite nicht scalable ist oder wenn sie als Width equals Device Width gesetzt ist, dass sie nicht auf den zweiten Tab warten und dass halt dieser Delay 300, 350 Millisekunden nicht vorhanden ist und deswegen, dass ich, wenn ich auf, sagen wir mal, Klick höre, dass das auch direkt, nachdem ich meinen Finger wieder hochgehoben habe, abgefeuert wird und meine Applikation nicht träge ist. Die einzigen, die sich mit diesem ganzen Thema jahrelang nicht auseinandersetzen wollten oder konnten oder was auch immer, waren Apple. Momentan bis vorgestern sah es so aus, dass ich für alle Browser, alle modernen Versionen von den Browsern, Chrome, Firefox, whatever, konnte ich mich darauf verlassen, wenn ich Width, Device Width habe und auf Click-Events höre, habe ich keinen Delay. Toll. iOS war der einzige, wo man immer noch extra Code mit einbauen musste. In den meisten Fällen Utility Libraries wie zum Beispiel FastClick vom FT Labs. Diese Scripts wirklich nur dazu da, um diesen 300, 350 Millisekunden Delay zu überbrücken. Anstatt auf Klick zu hören, dann halt auf Touch-End in verschiedenen Situationen. Also viel Rumgewürge, um diesen 300, 350 Millisekunden zu umgehen, aber nur auf iOS. Alle anderen Browser waren sich nach einer Weile einig, okay, das ist eine gute Sache, wir machen das. Jetzt endlich, gestern, iOS 9.3. Ich hatte das schon getestet, als es in der Beta-Version war, weil ich habe ja kein Leben, das ist ja nur mein Thema. Also es, vor ein paar Monaten war es in Beta und ich habe schon gesehen, in den verschiedenen Bug-Trackern, die WebKit benutzen, haben sie schon angekündigt, das machen wir jetzt, hatten auch einen Artikel geschrieben. Und jetzt seit gestern, ich musste gestern noch vorsichtig sein, mein iOS-Device nicht abzudaten, damit ich es heute noch vorführen konnte, das ist die schlimme alte Zeit, so sah es aus. Jetzt mit iOS 9.3, was ich weiß jetzt nicht genau, aber ich nehme mal an, alle neuen Geräte können direkt drauf updaten. Es wird wahrscheinlich ein paar ältere iPhone 4 oder was können das nicht. Da muss man sich natürlich immer noch mit beschäftigen, aber für, sagen wir mal, moderne iOS-Geräte können wir jetzt endlich uns darauf verlassen, iOS und Safari und die WebView an sich, also WK WebView, ich glaube UI WebView noch nicht,
oder wird auch wahrscheinlich nicht upgedatet, haben jetzt endlich genau das Gleiche, sind nachgezogen mit den anderen Browsern und machen genau, was die anderen auch machen. Wenn die Seite nicht zoomable ist, kein Delay. Wenn die Seite width equals device width ist und die haben noch ein paar extra Heuristics eingebaut, dann gibt es auch kein Delay. Lange Geschichte, aber da können wir uns jetzt endlich, ich kann 20% meiner Slides rauswerfen. Da kann ich vielleicht noch ein paar mehr reintun, kennst mich ja. Ja. Und vielleicht mal ein anderes Thema ranten. Aber für Webentwickler an sich ist es natürlich Partytime jetzt, weil endlich diesen lästigen Delay, denn im Endeffekt 300 Millisekunden ist nicht viel, es fühlt sich ein bisschen träge an, aber die Anzahl an Programmer Hours, die wir da verbracht haben damit, dieses Delay zu überbrücken und dass iOS immer noch bis gestern dieses Problem hatte, das war schon nervig. Jetzt können wir uns endlich, vorausgesetzt, wir targeten die letzten Versionen der Browser auf iOS und Android etc., können wir das Thema gegessen lassen haben. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch abwarten, mit was wir uns als nächstes irgendwie ärgern, wie 3D-Touch oder Force-Touch oder sonst irgendwas. Oder ob sie neue Events erfinden für Pencil auf iPad Pro. iPad Pro und Pencil, momentan kann man Pencil nicht entdecken als ein separates Device, obwohl in Native Applications kann man testen, was der Neigungsgrad ist von dem Pencil, ob ich jetzt sehr flach auf dem Bildschirm male oder sehr vertikal bin. Das alles geht über Native Applications, soweit ich weiß, gut. Wenn wir jetzt nur mit reinem JavaScript im Browser arbeiten, ist ein Pencil indistinguishable. Man kann ihn nicht unterscheiden von einem normalen Touch. Wo wir halt bei Pointer Events haben wir das schon von Haus aus mit drin. Ich kann auf einem Surface kann ich sehen, okay, das war ein Stylus und nicht ein Finger. Und wenn ich dann so separate Teile habe, wie zum Beispiel ein Wacom Intuos Pro, hatte ich noch vorgeführt in meiner Session, der hat auch Tilt-Informationen. Da kann ich über JavaScript direkt abfragen, wie die Neigung des Stylus ist. Das kommt alles bei Pointer Events mit dabei. In Touch Events ist es nicht mit drin und Apple gibt uns momentan keinen Unterschied zwischen einem Pencil und einem Touch. Aber wie gesagt, die erfinden sich dann wahrscheinlich eine ganze neue Reihe von Events, was weiß ich, Pencil down, Pencil up und so. Kann man erwarten, aber wie immer, Webentwicklung ist ja spannend, weil es nie einfach ist. Außerdem soll es dir ja auch nicht langweilig werden. Genau. Patrick, hier wird es langsam laut, zur fortgeschrittenen Stunde. Ja. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Jo, toll, danke.